Hallo und herzlich willkommen zurück bei Magic 2015. Ja, ich stehe in Ravnica und ich denke mal, du weißt, was das bedeutet. Wir probieren heute noch einmal Chandra zu besiegen. Ja, ich muss mir hier echt die Haare raufen. Obwohl sie eine Feuerzauberin ist, hat sie mich schon in zwei Parts nass gemacht. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen uncool. Da ziehe ich definitiv eine neue Karte. Dann schon wieder so wenig. Warum habe ich so wenig Mana? Mana-Kosten könnten wir mal ein bisschen drücken mit ihm. Verzauberung könnten wir... Ja, wir probieren es. Wir müssen hoffen, dass wir viel Mana jetzt nachziehen. Aber eigentlich... Es wird schwer. Sagen wir es mal so, es wird schwer. Ist die Flugstunde ein Spontanzauber? Sehr schön, okay. Das heißt, ich sollte mir die Flugstunde immer so ein bisschen in der Hinterhand behalten. Dass ich die notfalls werken kann, falls er mal... falls sie mal irgendwie... mir eine Kreatur kaputt schießen will. So, ich brauche Länder, Leute. Wo bleiben die Länder? So wird das nix. Ich muss ein Land bekommen, Leute. Chandra hat so viele Removal Spells. Das ist unschön, wenn wir hier nichts haben. So, da kommt jetzt der 1-4er Panther. Na, scheiß die Wand an. Ich hasse den. Ja. Könnt ihr die jetzt wieder direkt auf die Hand geben? Könnt sogar theoretisch immer noch die Flugstunde wirken. Oder ich spiele hier mit Hellsicht. Ich spiele den mit Hellsicht, Leute. Denn ich hoffe, dass ich hier dann Einfluss darauf nehmen kann. Den Tausch brauche ich auf gar keinen Fall momentan. So, sie hat keinen Mana. Das heißt, wir können hier in Ruhe angreifen... Und immerhin zwei Schadenspünktchen machen. Gegen Chandra sind es wirklich Schadenspünktchen. Ist ja fast gar nichts. So. Spielt sie jetzt noch ein Land? Ja, sie hat noch ein Land auf der Hand. Und spielt sie wieder den Kerl raus? Ja oder nein? Nee, sie spielt eine andere Karte. Okay. Der kostet aber auch 4 Mana. Das heißt, sie hat auch schon wieder nichts. Oh Mann, das gibt es nicht. Könnte den sogar wieder untreffbar machen. Ich werde die aber erstmal wieder zerstören, glaube ich. Ja, was soll ich machen? Momentan kann ich gerade nicht so sonderlich viel machen. Nochmal 2 Schaden kann ich ihr reindrücken. Sie ist wieder komplett ausgetappt. Auch wenn ich wenigstens noch ein drittes Land bekommen würde, ne? Könnte ich immerhin hier meine Einheit verzaubern. So, was macht sie jetzt? Ah, sie spielt den wieder raus. Okay. Hin und her und hin und her. Da kommt ein Land. Das gefällt mir. Das könnte ich jetzt spielen und könnte meine Einheit verzaubern oder die Einheit von ihr kaputt schießen. Dann habe ich sogar noch ein blaues Mana offen, mit dem ich aber nichts mehr machen könnte. Dann würde ich sagen, verzaubern wir die Kreatur, weil sie die dann auch nicht blocken kann eigentlich. Sie hat auch nur noch einen Mana. Ah, ein Schock. Ein Schock könnte meine Kreatur jetzt noch hier irgendwie über den Haufen schießen. Und ich habe jetzt auch keine Mana-Dinger mehr über... Schwein gehabt. Ich habe auch keine Mana-Dinger mehr über für die Flugstunde. Das heißt, ich hoffe mal, dass Chandra jetzt nicht meine Einheit abschießt. Das wäre wirklich böse. 6 Mana. Chandra, haut die weg. Ja, da kommt das Ding. Aber sie gibt ihrer Kreatur auch Schaden. Schade, dass ich jetzt zum Beispiel keinen Schock habe, Leute. So, jetzt kommt sie auch noch mit ihren scheiß Schaden hier durch. Ah, siehst du, die Aura ist nichts wert gegen Chandra. Die Aura ist gar nichts wert. Nullifizieren ist auch nichts wert, wenn man nur ein Dingens hat. Nur eine Insel. Ich habe schon wieder die alte Krankheit. Den hier brauche ich überhaupt gar nicht. Könnte ich nicht spielen. Ich muss hoffen, dass ich eine verdammte Insel oder ein Land zumindest ziehe. Obwohl momentan, ich habe noch nicht mal eine Kreatur auf der Hand. Noch nicht mal die Goblins, noch nicht mal irgendwas. Ach, Mann. Kommt eine 2-2er. Ich krieg zu viel. Und nochmal der 4-1er, da ist er wieder. Jetzt eine Goblin-Armee. Der bringt mir auch nichts. Ich muss... Den hier kriege ich wieder. Ach, Mann, was soll ich denn mit dem...
könnte theoretisch die Flugstunde spielen. Nee, könnte ich überhaupt nicht. Er wird mit dem 2-2er angreifen. Aber falls er jetzt irgendwas macht, kann ich immerhin noch ablocken. Ja, ich hau ihm den hier weg. Ja, musste ich machen, oder? Wie seht ihr das? So, da kommt das nächste Viech rein. Ist wieder so ein Drecksviech, was sie wieder opfern könnte sogar. Und noch ein 4-1er. Geile Wurst. Geiles Ding, Leute. Okay, Krenkos. Naja gut, okay, Krenkos gar nicht mal so schlecht. Ja, spielen wir auf jeden Fall raus. Könnten wir zumindest den 4-1er, könnte ich gut ablocken. Und den Zug beenden. Aber sie hat wieder so viel Mana. Guck mal, sie kriegt jede Runde, kriegt sie einen, ja, schieß so einen scheiß Goblin ab. Also du musst es ja dicke haben, Chandra, wenn du sowas machst. Und da kommt noch eine Kreatur. Jetzt hat sie aber keine Sachen mehr auf der Hand. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Jetzt opfert sie das Viech, damit der Goblin drauf geht und macht 8 Schaden. Das heißt, es sieht echt böse aus. Sieht wirklich sehr böse aus für uns. Der Gossenkerl. Bringt er mir irgendwas? Ja, ich werde die nächste Runde überleben. Wenn sie nicht einen Zauber zieht. Kann natürlich auch noch sein. Ah, scheiß die Wandern, ey. Ja, komm. Chandra, hau rein. Mach mich fertig, ich stehe doch auch drauf. Ich find's auch geil, wenn du mich kaputt haust. So. Natürlich werde ich blocken. Natürlich werde ich den Vierer abblocken, weil sonst bin ich tot. Und natürlich hat sie bestimmt... Nee? Okay. Ich hätte jetzt schwören können, ah, die hat ein Land gezogen. Ich habe auch ein Land gezogen. Das ist natürlich sehr schön, weil damit habe ich verloren. Ah, Neustart. Komm. Wir schaffen's, Leute. Wir müssen nur an uns glauben und uns einreden, dass wir besser sind als Chandra. Irgendwann glaubt unser Gehirn und vielleicht auch der PC dann, dass das wirklich wahr ist. Und hier haben wir ein bisschen Mana. Wir haben Gossenschützen. Wir haben diesen recht starken Zauberspruch. Die behalten wir. Okay, los geht's! Aber wieder nur 3 Mana auf der Starthand. Ich finde, es ist wenig. So, sie kann nichts machen. Das ist mir ganz recht. Ja gut, immerhin haben wir jetzt einen Mana gezogen. Dann spielen wir den Zauberer hier raus, der uns ein bisschen die Mana-Kosten senkt. Okay, here we go! Und dann kommt in der nächsten Runde unser... Ja, sehr schön, die macht nichts. Geil. Ich muss natürlich immer aufpassen. Sie kann natürlich immer noch hier den Dingens haben, ne? Den Schock zum Beispiel. So, wir greifen einfach mal an in der Hoffnung, dass sie keinen Schock hat. Oh, da wird nicht pausiert. Kein Schock gehabt, wow. Und wir können sogar eine Kreatur wieder auf die Hand bringen, falls sie jetzt angreift. Und würden dann insgesamt 6 Schaden machen. 7, weil das sogar einen abzieht. Oh, der mit einem Lebenspunkt immer, ne? Der nervt. Oh ja, schön, noch ein Land gezogen. Diesmal ziehen wir schön viele Länder. Ich würde gerne noch eine Insel haben eigentlich. Du nimmst die Karte wieder auf die Hand zurück, Chandra. So, sie bekommt dadurch schon mal 2 Schaden. Und dann können unsere Kreaturen hier auch ganz ungestraft und ungeniert nochmal angreifen. Und das gibt nochmal 4 Schaden. Sie hat nämlich nichts mehr an Mana, was sie nutzen könnte. Deswegen war das hier gefahrenfrei gerade. So, was bräuchte ich denn jetzt? Irgendwas Schönes, um nochmal das Viech wegzuballern gleich. Ich möchte ungern meinen Zauber dafür opfern. Aber so wie es aussieht, muss ich das wohl. Oh, oh. Der ist jetzt sogar noch ein billiger. Das würde direkt 7 Schaden bedeuten. Oh, dann ist sie auf 4 runter, Leute. Dann ist nur die Frage... Ja doch, das können wir machen. Spieler, Chandra. Geiles Ding. Auf 4 ist sie runter.
Ich greife jetzt an, sie wird blocken und wir werden auch eine Einheit verlieren, aber wir machen nochmal 2 Schaden. Hat sie noch einen Schock? Das ist die Frage. Nein, ah, sie blockt den Gossenschützen, hätte ich auch gemacht. Okay. Wenn jetzt nicht alles falsch läuft, nee, wir haben gewonnen jetzt, glaube ich. Was wird sie machen, Leute? Sie spielt eine Kreatur für 3 Mana. Wir gewinnen. Jetzt gewinnen wir. Oh, jetzt bekommen wir ernsthaft noch Schaden. Das ist jetzt aber gemein. Ja, wir könnten noch ein Land rauslegen. Zack, dann hauen wir hier. Das ist wirklich ein... Ey, geil. Guck mal hier. Der kostet ja 2. Und für jedes Dingens kriegt er einen Schaden. Und dadurch, dass ich einen billiger kriege, kann ich insgesamt 5 reinbuttern. Das finde ich cool. Spieler, Chandra. Und wenn sie die Kreatur nicht gespielt hätte, hätten wir sogar zu 0 gewonnen. So leicht kann das dann auf einmal sein, wenn man hier gegen Chandra spielt, Leute. Also gebt euch das mal bitte. Neue Booster-Packung freigeschaltet. Mit Jays Antlitz drauf. Da bin ich mal gespannt, was wir Schönes finden. Eine Kreatur. Sonst nur Shit oder was? Fliegend. Nö, brauchen wir nicht. Hier auch nochmal eine sehr starke rote Kreatur. Ah, die passt nicht so wirklich in mein Deck. Ich bin ja eher so auf Zaubereien und Kopieren von Zaubern aus und ja, ich würde sagen, Leute, machen wir an der Stelle erstmal einen Cut für heute. Die Folge ist jetzt ein bisschen kürzer geworden, aber wir haben auch in Ravnica endlich alle Leute besiegt, die uns sich hier in den Weg stellen wollten. Das bedeutet, in Chandala müssen wir noch die Straßen fertig erkunden und in Zendikar geht es natürlich mit der Kampagne wie gewohnt weiter. Also freut euch, dass es beim nächsten Mal dann hier wieder neue Sachen zu sehen gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.